Herzlich willkommen am heutigen Abend. Sonne ist fast in ganz Deutschland. Es freut uns, dass Sie dennoch hier bei uns einschalten zum spannenden Thema unserer BRCA-Themenreise. Diagnostik ist heute das übergeordnete Thema und ich möchte an der Stelle im Namen der Deutschen Stiftung Eierstockkrebs unser Partnerklinikum von heute, unsere Partnerveranstalter, das Klinikum Essen Mitte, begrüßen mit Herrn Professor Harter, Frau Dr. Atta Seven und Frau Sonneborn und aus Berlin zugeschaltet aus der Charité, Herr Professor Sihuli und wie ich sehe auch Herr Dr. Armbrust. Ja, also erstmal von der Patenschaft zur Schwesternschaft, Philipp. Ich denke, dass zwischen unseren Kliniken, glaube ich, ganz viel verbindet, und zwar emotional, aber auch natürlich von den Projekten, aber auch menschlich. Und freue mich, mit Herrn Armbrust euch offiziell begrüßen zu dürfen als Deutsche Stiftung Eierstockkrebs. Und die Idee, die wir vor fast 10 Jahren gestartet hatten, war eben die Information und Aufklärung. Und da bin ich dir persönlich natürlich extrem dankbar, dass du da auch extrem viel Wissenschaft generierst, aber sie auch an die Menschen bringst und wir damit ja auch die Therapiestandards mehr und mehr verbessern können. Und deswegen war uns es eine große Ehre und ein Muss, dass wir auch diese BRCA-Tour bei euch fortsetzen. Und ja, sind ganz gespannt über die neuesten Entwicklungen und dass wir eben die ein oder andere Frage nachher im Auditorium besprechen können. Also nochmals von der Patenschaft zur Schwesternschaft. Vielen Dank und floor is yours. Bitte sehr, Philipp. Okay, also liebe Frau Fechner, lieber Charlotte, also ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit der Teilnahme an der BRCA-Tour. Ich sag mal, ohne diese Schwierigkeiten wärt ihr ja wahrscheinlich sogar real vorbeigekommen, dass man sich wirklich mal wieder gesehen hätte. Sozusagen jetzt nur leider virtuell hier alle zusammen in einem Raum gefühlt, heute etwas näher an Essen als an Berlin. Aber das Schöne ist ja gerade bei solchen Formaten, dass natürlich auch als Patientin man ja doch nicht immer so mobil ist und somit sicherlich ganz andere Möglichkeiten hat, hier auch, sagen wir mal, teilzunehmen, beziehungsweise dann auch an Informationen heranzukommen. Kleine Änderung von unserer Seite im Programm. Ursprünglich wollte ja Herr Dr. Heitz BRCA und HRD Testung übernehmen, der ist nun kurzfristig verhindert, sodass die Frau Dr. Atta Seven seinen Part übernehmen wird. Und ich denke mal, dann fangen wir direkt an mit dem Programm. Uns erste BRCA-HRD, Buchstaben. Mal unterbrechen, dass wir alle wissen, die Veranstaltung wird wie immer aufgezeichnet, dass eben alle auch die Möglichkeit haben, Vorträge im Nachgang auch on demand anzusehen. Das heißt, dass mit Ihrer Teilnahme Sie das auch wissen. Und wenn es Fragen gibt, wie immer kurz nach den Vorträgen oder direkt dann im Chat, dann können wir am Ende die Fragen beantworten. Das ist erstmal alles. Bis zum Ende. Dankeschön. Ja, schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Wie gesagt, ich bin kurzerhand für Herrn Dr. Heitz hier eingestiegen. So, wie gesagt, ich bin für Herrn Dr. Heitz eingesprungen, der mir auch seinen Vortrag soweit zur Verfügung gestellt hat. Und das Thema soll ja auch sehr praktisch an Sie herangebracht werden mit diesen Fachbegriffen, die für uns Mediziner enorm wichtig sind. BRCA, HRD, was ist es, wie wird es bestimmt und was sollte man sich da als Laie soweit drunter vorstellen? Zunächst erstmal zu den Begrifflichkeiten BRCA, HRD. Was verstehen wir darunter? Und wir fangen wirklich mal so ein bisschen recht grundlegend an. BRCA steht für Breast Cancer Gene und 1994 wurde das erste Gen auf Chromosom 17 und ein Jahr später das zweite Gen auf Chromosom 13 gefunden. Man könnte jetzt meinen, das sind Gene, die Brustkrebs machen. Das ist bei weitem nicht so, denn das sind Gene, die sind essentiell und wichtig für jeden gesunden Menschen und jeder von uns hat diese Gene. Und sie sind gerade im Gegenteil dessen, was jetzt dieser Name suggerieren würde, nicht
krebserregend, sondern eigentlich dafür da, dass sie unterdrücken, Tumorsuppressorgene nennen wir das, dass Krebs entsteht. Also sie regulieren unser Zellwachstum, den Zellzyklus, den Zelltod. Und wenn eine Mutation, also sprich eine Veränderung in diesem Gen auftritt, dann kann diese Kontrollfunktion unterbrochen sein. Es kann dann zum unkontrollierten Zellwachstum und somit eben auch Krebs kommen. Und weil das eben historisch gesehen mehr in Brustkrebsfamilien, in Eierstockkrebsfamilien vorgekommen war, hat es eben in den 90er Jahren mehr oder weniger diese Abkürzung auch mitbekommen. Sie sehen hier, das wird vererbt, das nennt sich autosomal dominant. Was man darunter versteht, ist vielleicht im nächsten Cartoon wiedergegeben. Wenn wir uns vorstellen, dass sich hier ein Mann und eine Frau sehr lieb haben und beschließen, Kinder bekommen zu wollen, dann ist es so, dass wir Menschen, jeder hat diese Gene und von Vater und von Mutter jeweils ein Allel weitergegeben wird. Ja, weil am Ende müssen wir ja immer die gleiche Anzahl der Gene haben. Und das kann eben so geschehen, wenn wir uns quasi immer zwei haben. Vier Varianten können wir uns vorstellen, zweimal. Der Papa gibt jeweils immer eins davon ab und die Mama gibt auch jeweils eins davon ab. Und Sie sehen, solange es die normalen, die nicht mutierten, also hier schwarz dargestellten sind, kommen da auch zwei Nachfahren, die ganz normale Gene haben. Und zwei können halt eben auch die bekommen, die in dem Fall mutiert oder defekt sind. Das heißt, es ist einfach die Wahrscheinlichkeit 50%. Ne? Und in der Normalbevölkerung, nur dass man das weiß, also wir reden jetzt, wenn wir einfach blind in Deutschland serielle Messungen machen würden bei Nichterkrankten, dann werden wir diese Genmutation auf BRCA1 und 2 etwa 1 zu 500 bis 1 zu 1000 finden. Das kann von Population zu Population ganz unterschiedlich sein. Also wenn man zum Beispiel in Israel bei den Ashkenazi-Juden nachguckt, da ist das schon bei 1 zu 40 zum Beispiel. Ja? Und warum hat es so eine Bedeutung? Und so ist man auch historisch eben aufgrund dieser vielen familiären Krebserkrankungen auch so ein bisschen darauf gekommen. Sie sehen, wenn eine Genveränderung in diesen BRCA-Genen vorliegt, an diesen Kurven hier links erstmal dargestellt, für die Wahrscheinlichkeit, Brustkrebs bekommen zu können, altersabhängig. Sie sehen, die Kurve steigt an. Das Risiko im Leben, Brustkrebs zu bekommen, bis 70%. Mit zwei gesunden Genen wäre das quasi bei etwa 10-12%. Und genauso eben auch das Risiko, Eierstockkrebs bekommen zu können, abhängig davon, welches Gen betroffen ist, ab so dem 40-45. Lebensjahr deutlich ansteigen, bis zu je nach Gen 20-40%. Wenn man mit zwei gesunden Genen ausgestattet wäre, liegt dieses Risiko ungefähr bei 1,5%. Also das nimmt nochmal deutlich an Relevanz, wenn eben dieses Gen nicht das machen kann, wofür es da ist, nämlich Reparatur zu erstellen, sondern wenn es defekt ist und somit Krebs wirklich entstehen kann. Und das auch nochmal hier so ein bisschen etwas schematischer dargestellt, da gehen wir aber definitiv nicht in die Tiefe. Wir haben einen Zellzyklus, wenn sich Zellen teilen, wenn sie sich neu bilden, die hier so aufgebaut sind, G1, S-Phase etc. Und was eben, da hat jedes Rädchen hat da eine ganz wichtige Position, jedes Eiweißmolekül hat da eine ganz wichtige Position. Und dieses Zusammenspiel ist ganz wichtig und da sind eben die BRCA-Gene eben auch wichtig eingebunden. Jetzt werden Sie sich denken, ja, warum kriegen wir überhaupt Schäden in unserem Erbgut? Wieso muss man da was reparieren? Wieso muss was neu geschaffen werden? Und Sie sehen, wir können auf verschiedene Art und Weise täglich und zigtausendfach in unserem im Alltag unser Genom angegriffen sein, sei es durch wirklich induzierte Maßnahmen wie Strahlentherapie, Chemotherapie, aber auch UV-Licht, aber auch ganz normal, dass im Rahmen der Zellneubildung, der Zellteilung da Fehler entstehen können in diesem Laserraster oder auch dass eben zum Beispiel Rauchen das verursachen kann. Und wir machen uns darüber und müssen ja auch nicht so viele Sorgen machen, weil wir eben im Hintergrund diese ganz wichtigen Gene und die Proteine haben, die in diesem Laseraster quasi so eine Art
ein Reparatur-Aufsichtstool sind, das eben dafür sorgt, dass das auch alles klappt. Und dann kommt eben auch noch mal eine Begrifflichkeit dazu, nämlich die homologe Rekombination. Das heißt, das ist ein Weg, wie Defekte in unserem Erbgut repariert werden können. Und so kommen wir zu der zweiten Begrifflichkeit, HRD, steht für homologe Rekombinationsdefizienz. Und das ist jetzt auch ein wenig, sagen wir mal, komplex. Sie sehen wieder, hier sind wieder die BRCA-Gene und noch viele andere drin. Und das spielt alles in diesem Komplex eben in dieser Zellteilung mit rein und hier am Ende diese homologe Rekombination. Und das ist eben nicht nur fokussiert nur auf die wenigen Gene BRCA1-2, sondern noch viele andere weitere Gene und deren Enzym- und Proteinstrukturen. Wenn man sich's mal ganz simpel darstellen möchte, wofür brauchen wir das? Natürlich für unsere Therapiewirksamkeit, und das ist wirklich äußerst, äußerst simplifiziert auf diesem Cartoon. Wenn wir zum Beispiel so einen Erbgutschaden, so einen DNA-Schaden haben, eine normale Zelle, bei der die zwei wichtigen Funktionswege auch intakt sind, das ist einmal diese homologe Rekombination und einmal etwas, was wir Base Excision Repair, BER, nennen, dann sind beide Möglichkeiten zur Reparatur dieses Gens vorhanden und die Zelle bleibt lebensfähig, wenn da ein Schaden ist. Wenn wir uns jetzt nun vorstellen, man hätte jetzt in dem Individuum, das eine BRCA-Mutation hat, ein Defekt, dann ist dieser Weg eben etwas dezimiert und funktioniert nicht. Aber trotzdem, die Zelle kann diesen Schaden behoben bekommen über den zweiten Weg. Wenn wir jetzt etwas haben, das sich Paarfehler nennt, dann wäre dieser Weg geblockt, aber solange die homologe Rekombination funktioniert, wäre die Zelle auch lebensfähig. Und jetzt kommt das Therapeutische eben mit rein. Wenn wir bei Patienten, die diese BRCA-Mutation haben, künstlich mit Medikamenten, wie zum Beispiel die PARP-Inhibitoren, das hier auch noch blockieren, dann schaffen wir das, und das trifft für die Tumorzelle zu, dass diese eben stirbt und nicht weiter sich verbreiten kann. Das ist so ein bisschen so die Idee, wie die PARP-Inhibitoren funktionieren könnten, aber wirklich sehr, sehr laienhaft jetzt dargestellt. Warum sollten wir denn überhaupt testen? Das hat verschiedene Implikationen für die betroffene Person. Zum einen natürlich zu identifizieren, sowohl die Therapien anzupassen, die Systemtherapien, die prophylaktischen Maßnahmen, sofern es welche gibt, und über die Betroffenen auch ihre nicht erkrankten Angehörigen zum Beispiel zu identifizieren. Jemand, der eine BRCA-Mutation hat, hat das ja geerbt und kann es auch weitergegeben haben. Und die zweite Facette, über die sich dann im nachfolgenden Professor Harte auch mit Ihnen unterhalten wird, ist vor allem die Therapie. Wir können viel zielgerichteter heutzutage auch rangehen als vor dem Wissen, das wir dazu hatten. Jetzt kommen wir so ein bisschen zum Praktischen. Wie wird das überhaupt getestet, das Ganze? Was heißt BRCA-Mutation? Wie geht das? Zum einen, also wir haben hier die Möglichkeiten, was die BRCA, die BRCA-Testung anbelangt, im Blut das zu machen. Das nennen wir Keimbahntestung. Ja, im Blut Keimbahntestung. Und wir haben die Möglichkeit, es über den Tumorblock zu testen. Da geht es darum, dass wir auch gucken, wie der Tumor und welche Eigenschaften der hat. Das kann deckungsgleich zum großen Teil sein, kann sich aber auch unterscheiden, dass Tumor ganz isoliert eine BRCA-Mutation hat, die im Blut also nicht vererbt worden ist, sondern wirklich im Tumor selbst entstanden ist. Und vice versa kann es auch die seltenen Fälle geben, dass jemand zwar die BRCA-Mutation hat, aber wirklich aus Zufall, aus Schicksal heraus ein zum Beispiel ein Ovarialkarzinom gebildet hat, was gar nicht diese Mutation haben muss. Und was man da letztlich eben bestimmt im Blut, sind es die weißen Blutkörperchen, aus denen wir die Zellkerne gewinnen und uns dann das Erbgut genauer angucken. Und beim Tumor sind es eben die Tumorzellen, wo wir uns das Erbgut der Tumorzelle angucken. Da können wir auch schnell drüber weggehen. Herr Dr. Heitz hat das wunderbar hier mal so gezeigt. Auf der linken Seite so die Chromosomen, das Erbgut, das sich dann im Detail so hier strickleiterartig zeigt, und es wird über verschiedene technische Maßnahmen praktisch so entzwirbelt, dass man diesen Lesetext hat,
der ja auf vier quasi Buchstaben dahinter stehen, Basen, wie wir sagen, verbirgt. Und da kann man diese Erbinformation dann mit diffizilen Methoden wie dieser Next Generation Sequencing, der Sanger-Sequenzierung, also technisch ausgefeilte Methoden, wo man das dann auf diese Ebene der verschiedenen Lesezeichen runterbringen kann. Und so kann man das Erbgut quasi analysieren. Und das geht eben mit dieser homologen Rekombination, geht das mehr oder weniger auch so, nur dass man da nicht nur gezielt nur auf die einen oder die anderen Gene sich fokussiert, sondern mehr oder weniger guckt, wie es so im Gesamtkontext aussieht. Und auch das kann man eben mit diesen zwei Methoden machen. Und nur hier ist es eben nochmal hervorgehoben, dass man zusätzliche Veränderungen analysieren kann, die nicht nur auf diese zwei Gene hinaus sich beschränken. So, also was guckt man bei der HR-Testung? Man guckt zum einen natürlich auf die BRCA-Gene, das sind Gene, die wir uns angucken, aber man guckt nochmal auf etwas, das nennt sich genomische Instabilität. Ja, also es sind eher strukturelle Veränderungen. Und rein wissenschaftlich setzen die sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen, auf die wir hier jetzt gar nicht so sehr eingehen. Und einer der führenden Tests hat das quasi so gemacht und hat so auf einer Skala von 0 bis 100 und drüber einen Messwert rausgefunden. Also bei 42 wäre so der Messwert, wo man sagt, da liegt diese genomische Instabilität vor und darunter eben nicht. Aber das ist jetzt nichts, was in Stein gemeißelt ist, zumal es mehrere Tests geben wird, wo die ihren eigenen Cut-off auch haben werden zukünftig. Und wenn wir jetzt also praktisch so ein bisschen diese Begrifflichkeiten BRCA-Mutation, homologe Rekombinationsdefizienz uns angucken, dann kann man bei diesem Test, der noch diesen Cut-off bei 42 hat, eben sagen, alle diejenigen, die entweder eine BRCA-Mutation haben oder und diese genomische Instabilität haben, die würden wir als positiv bezeichnen. Alle die genomische Instabilität nicht haben und auch keine BRCA-Mutation haben, sind von diesem HRD-Test negativ. Man nennt das auch HR-Profizient. Also sehr viele Begrifflichkeiten, die plus minus das Gleiche umschreiben. So, jetzt kommen wir nochmal zurück auf das Thema Eierstockkrebs. Und wenn wir uns mal so ein bisschen gedanklich angucken, jemand, der Eierstockkrebs hat, wie kann sich das so mehr oder weniger aufspalten in diesen verschiedenen Gruppen? Dann habe ich Ihnen das mal hier so rot dargestellt. Zum einen die Gruppe der, wenn man jetzt Tumore analysiert, wo wirklich diese BRCA-Mutation gefunden worden ist, ist knapp ein Viertel, in ein Viertel aller Tumore. Dann nochmal in einem guten Viertel bis 30% findet man diese genomische Instabilität und zusammen ist das ein gut die Hälfte der Patienten mit dem Eierstockkrebs, mit dem High-Grade-Eierstockkrebs, die wir als HRD positiv bezeichnen. Ja. Dann haben wir etwa 30% Tumore, wo weder eine BRCA-Mutation aufzufinden ist, noch diese genomische Instabilität. Und es gibt noch einen Graubereich von ungefähr 15 bis maximal 20%, wo wir den Tumor gar nicht darauf auf diese HR-Defizienz analysieren können, sei es technisch, sei es einfach aus anderen Merkmalen heraus. Und diese vier Gruppen, die wir so ein bisschen gedanklich in uns führen oder vielmehr dann die drei Hauptgruppen, die haben eine Relevanz, weil es letztlich dann auf die nachfolgende Therapie einen Einfluss hat. Und das wird Ihnen Professor Harter dann auch gleich darstellen. Somit danke ich Ihnen auch im Namen meines Kollegen Herrn Dr. Heitz und würde an Herrn Professor Harter übergeben. Vielen Dank. Ich weiß nicht, gibt es noch Fragen soweit? Das ist ja doch ein relativ technischer Vortrag zum Verständnis. Das soll ich erstmal einfach weitermachen und wir diskutieren dann beides zusammen. Ja. Mein Thema ist jetzt Konsequenzen der richtigen Diagnostik. Und nachdem mit seinem ersten Teil schon ganz, ganz viel kam zum Inhaltlichen mit BRCA-HRD-Diagnostik, dachte ich mir, weil eigentlich die gesamte
ärztliche Behandlung oder sag mal die ganze Therapie, die durchgeführt wird, das besteht eigentlich von morgens bis abends nur aus Diagnostik, weil ich sage mal, ohne Diagnostik kann es auch nie sinnvoll weitergehen. Und ich dachte mir, ich freue mal, das fällt so ein bisschen von hinten auf. Was ist denn überhaupt mit Diagnostik gemeint? Ne? Wir reden die ganze Zeit immer nur von, wir analysieren irgendwelche Gene, machen irgendwelche komischen Gentests. Aber eigentlich ist das noch sehr, sehr viel, sag ich mal, trivialer. Und da gibt es ganz, ganz viele wichtige Dinge auch zum Thema Diagnostik, die aber sehr, sehr viel früher stattfinden. Ne? Also wir alle reden natürlich Diagnostik, natürlich ganz klassisch. Der gesunde Mensch, wie schaut's aus mit Früherkennung? Ne? Das große Stichwort bei all unseren Tumorentitäten, egal ob jetzt Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Darmkrebs und so weiter. Wie schaut es denn aus beim Ovarialkarzinom? Und wir haben ja sehr, sehr viele Studien dazu und die gehen leider alle immer in die gleiche Richtung. Ein Screening mit Ultraschall oder einem Tumormarker CA125 kann weder in der Normalpopulation noch in Risikokollektiven die Mortalität senken. Und das ist auch ganz wichtig für, ich sage mal, nicht an einem Eierstockkrebs erkrankte Frauen, wenn sie eine bekannte BRCA-Mutation haben. Diese intensivierte Früherkennung, die funktioniert bei Brustkrebs hervorragend, aber letztlich überhaupt nicht beim Eierstockkrebs. Und natürlich ein großes Manko ist auch, was sind überhaupt die Symptome eines Eierstockkrebses? Und das sind leider oftmals eher unspezifische Symptome. Wenn ich Sie in der Sprechstunde frage, wenn Sie das erste Mal kommen, was sind denn Ihre Beschwerden? Das ist von Völlegefühl, Bauchschmerzen, Gewichtsverlust, Blähung, Wasserlassen, Luftnot, Zunahme, Bauchumfang. Das sind alles eher sehr unspezifische Symptome. Es ist nicht so ein klassischer wie ich habe Blutungen oder mir tut der Zahn weh oder was auch immer. Und ich denke mal, der erste Schritt ist hier auch eine gewisse Awareness einfach zu schaffen. An diese Differentialdiagnose eines Eierstockkrebs muss sowohl, ich sage mal, nicht die Patientin oder die Frau dran denken, als auch insbesondere der kontaktierte Arzt. Und wenn man ein bisschen genauer nachfragt, wenn sie kommen und irgendwo schon eine Bauchspiegel gemacht und ihr wisst, dass es Eierstockkrebs ist, man fragt ein bisschen nach, wie viele Wochen und Monate haben sie denn im Nachhinein schon diese Beschwerden, ist eigentlich die Standardantwort eher 3 bis 6 bis 9 oder teilweise 12 Monate. Und vielleicht ist eine Darmspiegelung gemacht worden, aber da hat man nichts gesehen. Das heißt, man muss einfach auch dran denken. Und deswegen denke ich mal, ist es ganz wichtig, hier eben auch frühzeitig dann die richtige Diagnostik zu machen und eben dann hier auch bei Verdacht auf einen Eierstockkrebs beziehungsweise bei solch unklaren Symptomen eben auch einen Frauenarzt, Ärztin aufzusuchen. Ganz klar gynäkologische Untersuchung inklusive Ultraschall. Und wenn hier bereits der Verdacht besteht auf einen bösartigen Tumor des Eierstocks, dann eben die Vorstellung auch im Zentrum. Nächster Schritt ist dann eigentlich eine Bestimmung des Tumormarkers, hier klassischerweise CA125. Da gibt es aber auch ganz, ganz viele andere, die hier differentialdiagnostisch sinnvoll sein können. Und natürlich auch entsprechend adäquate Bildgebung. Ne? Also früher, als ich angefangen hatte, da kann Ihnen Herr Siuli das auch mal so ein bisschen erzählen, da hat man teilweise überhaupt keine Bildgebung gemacht, vielleicht einen Ultraschall vom Bauch, noch einen Röntgen von der Lunge. Das ist heute nicht mehr adäquat. Ne? Also jede Patientin mit einem Verdacht auf einen Eierstockkrebs, die braucht einen Kernspin oder MRT vom Bauchraum oder ein CT und auf jeden Fall auch ein CT von der Lunge, um ihm nach adäquate Ausbreitungsdiagnostik zu haben. Und da muss man eben diese Ergebnisse auch werten. Habe ich jetzt wirklich klinisch den dringenden Verdacht auf einen Eierstockkrebs oder sind die Befunde unklar? Brauche ich eine weiterführende Diagnostik? Darmspiegelung, Magenspiegelung, Bauchspiegelung oder was auch immer. Aber spätestens jetzt sollte auf jeden Fall die Vorstellung im Zentrum erfolgen. Wenn man dann im Zentrum ist, hier auf jeden Fall nochmal erneute körperliche Untersuchung, Tumormarker, was bisher nicht erfolgt ist. Und ganz, ganz wichtig, auch eine Reevaluation der Bildgebung. Bringt meistens relativ wenig, wenn man diesen schriftlichen Befund eines externen Radiologen mitbringt, weil ich sage mal, es gibt Radiologen, die sind, sage ich mal, für Erkrankungen im Bauchraum eher spezialisiert und es gibt Radiologen, die machen morgens Wirbelsäule, mittags Bauchraum und abends Gehirn. Ne? Und da ist es doch nochmal ganz was anderes, ob dann wirklich jemand, der auf diese Art der Bildgebung der Erkrankung spezialisiert ist, hier nochmal ein Auge drauf wirft und Radiologe ist eben auch nicht gleich immer Radiologe. Ganz wichtige Aufgabe des Klinikers, Einschätzung der Fitness der Patienten. Wie ist es im Allgemeinzustand? Was sind Begleiterkrankungen und vieles andere mehr? Erste Frage dann immer, ist es jetzt
dringender Verdacht auf den Eierstockkrebs? Welche Befunde habe ich? Welches Ausmaß an operativen Schritten ist für die Behandlung notwendig und ist die Patientin auch fit genug für eine Operation? Und da bin ich sehr, sehr stolz, dass wir hier zusammen mit unserer Schwesterklinik der Charité derzeit so ein CORE-Projekt haben, in dem wir versuchen, Patientinnen mit Verdacht auf den Eierstockkrebs, die zu uns kommen, einzuschließen. Hier wird ein sehr, sehr aufwendiges Assessment, Beratung durchgeführt bezüglich Ernährung, bezüglich Fitness etc. und alles, um eben einfach, sage ich mal, die prä-, intra- und postoperative Phase so gut wie möglich vorbereitet zu erleben. Ne? Ich meine, das ist eine mehrstündige Operation, haben die meisten von Ihnen mitgemacht. Und das ist ein Marathonlauf. Und ein Marathonlauf, da wird kein Mensch auf die Idee kommen, das ohne Vorbereitung hinzulegen. Muten wir aber seit Jahren, Jahrzehnten unseren Patientinnen zu, zu sagen, okay, jetzt machen wir das und in 10 Tagen ist der OP-Termin. Nee, machen können Sie bis dahin nichts, aber wahrscheinlich stimmt das gar nicht, sondern sehr wohl kann man hier was machen. Das ist ein ganz, ganz ausgeklügeltes Programm, ist auch gefördert vom gemeinsamen Bundesausschuss und wir sind sehr, sehr froh, dass wir dieses Projekt gerade zusammen in Berlin und Essen unseren Patienten anbieten können. Und ich meine, es läuft gut, wird auch sehr, sehr gut angenommen. Und Ziel ist halt einfach, die Rate auch an Komplikationen des Outcome deutlich zu verbessern. Gut, jetzt sind wir schon beim nächsten Punkt, intraoperative Diagnostik. Ne? Ist natürlich immer die Frage, wie schaut es aus dann? Nicht sofort den Bauch ganz aufmachen, erstmal vielleicht einen kleineren Schritt beginnen, dass man das mit so ein bisschen Übersicht verschaffen kann. Man schickt auch was zum Schnellschnitt, der gesamte Bauchraum wird untersucht, natürlich dann mit der Fragestellung, kann der Tumor komplett entfernt werden? Welche operativen Schritte sind hierfür notwendig? Dann wieder Abwägung, Fitness der Patientin, schafft das die Patientin auch? Derzeit ist es so, dass wir mit der operativen Techniken sehr, sehr viel, sage ich jetzt mal, Tumorlokalisationen aktiv angehen können und auch resezieren können. Allerdings ist das auch eine Erkrankung, wo eben die Patienten nicht alle irgendwie 25 sind, sondern der Durchschnitt unserer Patientinnen ist vom Alter her eben eher 70 Jahre aufwärts. Das finde ich auch, wenn das Ziel der Komplettresektion nicht schaffen, vielleicht kann man es schaffen, hier auf kleine Reste den Tumor zu entfernen, auch wieder, wie kann ich das schaffen unter Vermeidung komplikationsreicher operativer Prozeduren. Auch hier wieder Abwägen der Fitness der Patientin. Wenn der Tumor nicht sinnvoll entfernt oder reseziert oder reduziert werden kann, was man vielleicht auch im Rahmen einer Bauchspiegelung so einschätzt, ganz, ganz wichtig heutzutage, was Ihnen die Frau Atasev gerade gesagt hat, mit dieser HRD-Diagnostik, da brauchen Sie einen ausreichend großen Tumor dafür. Da geht es nicht, wenn Sie nur so eine kleine Biopsie nehmen, da kann Ihnen der Pathologe vielleicht sagen, okay, es ist Eierstockkrebs, aber diese ganzen weiteren molekulargenetischen Untersuchungen sind an so einer Miniprobe gar nicht möglich. Natürlich auch intraoperativ kontinuierliches Monitoring durch die Anästhesie. Und ganz, ganz wichtig, der Operateur muss mit dem Anästhesisten auch sprechen. Man muss sich austauschen. Man muss einfach wissen, okay, wie ist die Kreislaufsituation? Wie ist die Belastung während der Operation auch für die Patientin, um hier eben auch entsprechend sein Management gegebenenfalls modifizieren zu können? Was für mich immer ganz, ganz wichtig ist, die tägliche klinische Kontrolle, die ärztliche Visite auch der Patientin. Das ist zwar mal schön, wenn man irgendwie Laborwerte sieht, aber man muss die Menschen sehen. Man muss sich selber einen Eindruck davon verschaffen. Wie geht es denn? Wie schaut es aus mit Wunden, Drainage, Schmerzen, Verdauung? Aber auch ganz, ganz wichtig, psychische Belastung. Ne? Viele Patienten gehen ja auch in die so eine OP rein, wissen noch gar nicht genau, ist es gutartig, ist es bösartig. Wie muss man auch entsprechend dann den Support anbieten, gerade auch wenn die Frauen dann eben postoperativ im Krankenhaus liegen, man erstmal auch die Zeit hat, über das alles nachzudenken, was ist einem da gerade so passiert. Vitalparameter, Kommunikation, das ist auch ganz wichtig, die qualifizierte Pflege und der Arzt müssen miteinander kommunizieren. Ne? Deswegen ist es ganz wichtig, auch in einem Zentrum behandelt zu werden, dass eben auch die Pflege hier wirklich Experte ist in der Versorgung von Frauen mit einem Eierstockkrebs. Natürlich, Routinelabor muss abgenommen werden, nicht erst bei klinischen Problemen, Ultraschalluntersuchungen, radiologische Diagnostik, zum Beispiel weiteres CT oder sowas, ist zumindest bei uns nur bei Indikation durchzuführen. Wie schaut es aus? Festlegung weiterer Therapie. Ganz entscheidend hier natürlich die Rolle der Pathologie.
welcher histologische Subtyp ist es jetzt? Sie wissen ja, Eierstockkrebs gibt es mehrere Untertypen, High-Grade serös, Low-Grade serös, High- und Low-Grade Endometriot, klarzellig und so weiter, aber natürlich auch das Tumorstadium, was letztlich durch den Pathologen dann mitgeteilt wird. Ganz wichtig, diese Keimbahndiagnostik, wo Ihnen eben dann eine Blutprobe abgenommen wird. Und das sollte auf jeden Fall als Panel-Testing durchgeführt werden, also nicht nur BRCA 1 und 2, sondern eben auch die weiteren möglichen krankheitsverursachenden Gene. Und ganz wichtig, das sollte allen Patienten mit Ovarialkarzinom angeboten werden. In Abhängigkeit, sagen wir, von Tumortyp und Stadium auch eine erweiterte Testung des Tumors, jetzt dann zu diskutieren, die BRCA beziehungsweise auch die HRD-Testung und natürlich auch die Wertung der Gesamtergebnisse durch einen erfahrenen Gynäko-Onkologen unter Berücksichtigung der Fitness- und Begleiterkrankung dann der Patientin. Wie schaut es aus? Welche Medikamente haben wir denn jetzt in der Adjuvanz? Wir haben hier zum einen die GOG-218-Studie, die damals im Einsatz von Bevacizumab erstmals untersucht hat. Hier wurde verglichen Carboplatin-Paclitaxel versus, wir gucken mal nur den Arm 3 an, Carboplatin-Paclitaxel in Kombination mit Bevacizumab zur Chemotherapie und anschließend als Erhaltungstherapie. Primärer Endpunkt war die Zeit bis zum erneuten Auftreten eines Rezidivs. Wir sehen hier ein Plus von ungefähr 3,5 Monaten, was auch die Hypothese in dieser Studie sozusagen dann erfüllt hat. Allerdings im Gesamtüberleben, das heißt die Heilungsrate selbst, wurde hier im Gesamtkollektiv nicht verbessert. Was man gesehen hat, ist bei Patienten im Stadium FIGO 4, also wirklich, sag ich mal, metastasierten Ovarialkarzinom, hier haben wir dann einen Unterschied gesehen, sodass eben auch hier auch das Überleben wirklich verlängert wurde, aber das ist letztlich nur eine Subgruppenanalyse. Das war die amerikanische Studie GOG-218 in Deutschland bzw. Europa durchgeführt, AGO Over 11 bzw. ICON 7 auch genannt. Ähnliches Design, Carboplatin-Paclitaxel plus minus hier eben zusätzlich das Bevacizumab, das ist diesen Avastin, vielleicht kennen Sie auch unter diesem Namen. Und hier sehr, sehr ähnliche Daten. Wir haben einen Unterschied im Zeit, bis es zu einem Rezidiv kommt. Allerdings kein Unterschied im Gesamtüberleben, außer hier auch in einem Hochrisikokollektiv mit sehr fortgeschrittenem Tumorstadium FIGO 4 bzw. Tumorrest, wo man hier auch eine Auswirkung sieht auf das Gesamtüberleben. Das heißt, Bevacizumab, wenn man sich diese beiden Studien anguckt, es spielt eine Rolle bei der Behandlung des Eierstockkrebs. Allerdings wünscht man sich sicherlich, dass da, sage ich mal, das muss einfach noch ein bisschen besser gehen. Ne? Aber es ist, wie gesagt, ein wichtiger Player und wird ja auch in der Regel relativ gut vertragen. Das sind hier Daten der QSOVA, also nationale Qualitätssicherungserhebung, die wir in Deutschland seit vielen Jahren durchführen, wo ja alle Kliniken fragen, okay, wie haben sie wirklich ihre Patienten behandelt? Und was man hier sieht im Jahre 2016, neuere Daten gibt es davon noch nicht, die sind gerade in der Auswertung, 90% haben hier Carboplatin-Paclitaxel erhalten, also die Standard-Chemotherapie. Weitere 10% haben eine Therapie nur mit Platin erhalten, was sicherlich auch nachvollziehbar ist, weil hier teilweise wirklich ältere und schwerst kranke Patientinnen dabei sind. Da geht eine Kombinationstherapie nicht. Allerdings das Bevacizumab, das Avastin, weil ich gerade die Daten gezeigt habe, letztlich sage ich mal auch mit dieser, ich sage mal, überschaubaren zusätzlichen Benefit hier von 2/3 aller Patientinnen hier dann durchgeführt. Also sage ich mal, damit eine sehr, sehr gute Etablierung dieser Triplette bei der Behandlung von Frauen mit Eierstockkrebs. Die erste Studie, die die Rolle der PARP-Inhibitoren in Deutschland oder im internationalen Setting untersucht hat, war die Solo-1-Studie. Die wurden Patientinnen, allerdings nur welche, die eine sogenannte BRCA-Mutation hatten, wurden untersucht hier nach der Chemotherapie, einer Erhaltungstherapie mit dem Olaparib oder Placebo haben die erhalten. Patienten hatten kein Avastin, also nur die Chemotherapie 6 Gaben und dann entweder Olaparib oder Placebo. Und was wir hier gesehen hatten, das ist ein ziemlich phänomenales, gutes Ergebnis. Wir haben hier gesehen, dass wir bei 2-jähriger Behandlungsdauer auch anhaltend hier einen Unterschied haben in der Rezidivrate,
sehr, sage ich mal, nach 5 Jahren auch immer noch von 50% versus 20% sich sehr, sehr deutlich unterscheidet. Und damit die ganz klare Botschaft, also alle Patienten mit der Erstdiagnose eines Ovarialkarzinoms und einer BRCA-Mutation brauchen auf jeden Fall ein PARP-Inhibitor. Ging weiter mit den Studien. Wie ist die Rolle von Niraparib? Ist ein weiterer PARP-Inhibitor im Rahmen der Erstsituation. Die hatten es nicht nur BRCA-positive Patientinnen in ihrer Studie, sondern die hatten Patientinnen hier behandelt, unabhängig von BRCA-Status. Man hat hier auch einen deutlichen Unterschied gesehen durch die Zunahme von Niraparib als Erhaltungstherapie mit einer Hazard-Ratio von 0,62, auch hier deutlich signifikant. Und dann wurde ein bisschen genauer nachgeschaut. Ne? Also wir haben hier dieses HRD positive Kollektiv, was IndiFall of Data 7 eben beschrieben hat, wo eben zum einen Patienten drin sind mit einer BRCA-Mutation, zum anderen Patienten, die BRCA-negativ sind, aber dennoch HRD-positiv. Man sieht sozusagen in beiden Kohorten, unabhängig vom BRCA-Status, einen deutlichen Effekt durch die Erhaltungstherapie mit dem Niraparib. Und auch bei denen, die im HRD-Test negativ sind, sieht man einen Benefit von Niraparib im Vergleich zur alleinigen Gabe eines Placebos. Also hier kann der Test nicht wirklich, sage ich jetzt mal, identifizieren, wer keinen Benefit hat. Man kann eigentlich aufgrund von diesen Daten sagen, dass man allen Frauen im Rahmen der Ersttherapie einen PARP-Inhibitor geben kann. Nächste Studie, die durchgeführt wurde, Paola-1-Studie. Da haben wir auch hier als AGU-Studiengruppe dran teilgenommen. Wieder ähnlich, Erstdiagnose. Anschließend haben die Patienten im Rahmen der Studie alle Bevacizumab erhalten. Dann gab es dazu das Olaparib als PARP-Inhibitor oder eben ein Placebo für 2 Jahre. Was haben wir hier gesehen? Auch wieder in Gesamtpopulation signifikanter Vorteil zugunsten der Erhaltungstherapie mit dem Olaparib. Und wenn wir hier die gleiche Analyse wieder anschauen, ne, HRD-positiv inklusive BRCA, hoch signifikanter relevanter Unterschied, HRD-positiv ohne BRCA, letztlich hier auch hier ein ähnlicher Unterschied. Wie schaut es aber aus, wenn der HRD-Status negativ ist? Da sehen wir hier keinen Unterschied. Der große Unterschied zwischen den beiden Studien ist es aber, diese Studie hat verglichen Bevacizumab, also das Avastin, versus Avastin plus PARP-Inhibitor. Die Studie vorher hat verglichen Placebo, also gar nichts in der Erhaltungstherapie versus ein PARP-Inhibitor. Und man kann sozusagen daraus jetzt folgern, wenn der HRD-Status und auch der BRCA-Status negativ ist, sie haben einen Benefit, aber ob nachher das Bevacizumab besser ist oder der PARP-Inhibitor besser ist, das wissen wir derzeit einfach nicht, was man auf jeden Fall sagen kann. Von der Kombination aus beiden haben sie bei dieser, ich sag mal, Biomarker-negativen Situation keinen Benefit. Was wir gesehen haben, und das ist jetzt ein Kollektiv, was wir so in den Studien teilweise gar nicht drin hatten, aber sehr, sehr häufige Situation, und zwar Tumorstadium FIGO 3, Primäroperation Tumor ist gleich 0. In der HRD-positiven Kohorte haben wir hier zum Beispiel zeigen können, dass nach 2 Jahren über 90% der Frauen noch rezidivfrei waren. Versus alleinige Gabe von Bevacizumab waren es 43%. Also hier, wo wir einen Effekt des PARP-Inhibitors erwarten, sieht man ihn auch sehr, sehr deutlich ausgeprägt. Aber auch hier wieder die Frage, brauchen wir zusätzlich das Bevacizumab an dieser Stelle oder würde vielleicht nicht auch der PARP-Inhibitor alleine ausreichen? Jetzt habe ich die ganze Zeit hier PFS, progressionsfreie Zeit, beschrieben. Beim Avastin-Bevacizumab hatte ich Ihnen auch was gesagt zum Gesamtüberleben. Ich muss dazu sagen, jetzt zu den ganzen Daten, PARP-Inhibitoren, Gesamtüberleben, Solo 1, Prima, Paola, die sind noch ausstehend. Da haben wir aber vielleicht, wenn wir Glück haben, dieses Jahr noch die Chance, bei der einen oder anderen Studie auch Daten zum Gesamtüberleben, zu den Heilungsraten zu sehen. Eine sehr, sehr häufig gestellte Frage, das Bevacizumab, das gibt es ja schon seit ungefähr 10 Jahren im klinischen Einsatz. Und das Ganze wird ja durchgeführt für 1,5
Jahre beziehungsweise 15 Monaten. Die Frage ist natürlich immer, was ist eigentlich die optimale Länge? Und genau diese Frage hat sich diese Studie auch gestellt. Und die wurde verglichen, eine Behandlungsdauer mit dem Avastin Bevacizumab von 15 Monaten versus 30 Monate. Und was wir hier gesehen haben, die längere Gabe von Avastin bringt überhaupt nichts. Also 30 Monate ist letztlich sowohl im Zeit bis zum nächsten Rezidiv als auch im Gesamtüberleben und auch nicht in Subgruppen bringt das überhaupt keinen Vorteil im Vergleich zur Standardtherapie mit 15 Monaten. Heißt aber auch andersrum für Sie, wenn diese Erhaltungstherapie beendet ist, brauchen Sie keine Angst haben. Wenn man es länger macht, bringt es aber auch nicht mehr, außer, das haben wir aber auch gesehen, die Nebenwirkungen nehmen natürlich dann zu. Somit haben wir derzeit als Therapieoptionen folgende Kombinationen. Wir haben Carboplatin-Paclitaxel als Standard-Chemotherapie in Kombination mit BEV und Erhaltungstherapie mit Bevacizumab. Wir können bei BRCA-positiver Patientinnen PARP-Inhibitor dazugeben. Wir können unabhängig vom, ich sag mal, Biomarkerstatus das Niraparib dazugeben, beziehungsweise bei der BRCA- bzw. HRD-positiven Patienten können wir auch das Bevacizumab mit dem Olaparib kombinieren. So, was fällt auf? Zumindest beim fortgeschrittenen Ovarialkarzinom ist die alleinige Therapie mit Carboplatin-Paclitaxel, was viele Jahre ja der Standard war, mittlerweile nicht mehr erste Wahl, sondern die erste Wahl ist wirklich die Chemotherapie in Kombination mit auch einer Erhaltungstherapie. Welche dann zu treffen ist, muss eben dann individuell diskutiert werden. Das spielt sich auch hier in der aktuellen S3-Leitlinie wieder, die seit wenigen Wochen auch im Internet verfügbar ist, hier mit einem ganz klaren Statement: beim fortgeschrittenen Ovarialkarzinom sollte eine zusätzliche Erhaltungstherapie erfolgen. So, was machen wir jetzt? Wie schaut es jetzt aus? Was ist die richtige Behandlung? Das heißt, wir müssen bei jeder Patientin schauen, was ist hier sozusagen nach unserer Einschätzung die optimale Therapie. Das Ganze auch in Abhängigkeit vom Biomarkerstatus. Derzeit ist es so, dass wir bei allen Patienten sowohl eine Keimbahn-BRCA-Analyse als auch eine Tumor-HRD-Testung anstreben, damit wir dann eben in Abhängigkeit vom jeweiligen Biomarkerstatus oder auch vom klinischen Charakteristika dann die hoffentlich ideale Empfehlung aussprechen können. Ist mittlerweile ein bisschen komplizierter geworden, als es noch vor einigen Jahren war, aber das ist ja auch gut so. Medizin entwickelt sich ja auch weiter. So, welche Fragen sind aber weiterhin offen bei der Erstlinientherapie von Frauen mit Ovarialkarzinom und die Dauer der Erhaltungstherapie mit dem PARP-Inhibitor? Wie lange muss man das nehmen? 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre, für immer? Wir wissen es derzeit nicht, haben wir bisher noch keine Daten. Solange gibt es die Tabletten auch noch nicht für die Erstlinie. Der HRD-Test, derzeit validiert, ist der Myriad MyChoice-Test. Gibt zwar auch schon andere, die verfügbar sind, die wurden aber noch nicht ausreichend validiert. Es gab jetzt gerade auf dem Treffen der amerikanischen Gynäko-Onkologen vor 2 Tagen einen Test aus Belgien, der wurde erfolgreich validiert, der somit auch sicherlich alternativ bald zur Verfügung stehen wird. Da ist aber gerade eine sehr, sehr große akademische Initiative und kommen mit mehreren Testungen. Ich glaube, im Laufe des Jahres wird man da noch ein paar Alternativen hier sicherlich auch sehen. Natürlich müssen wir uns auch fragen, wie schaut denn das aus? Brauchen jetzt alle Patienten eine Kombinationstherapie mit Bevacizumab? Ist es besser oder reicht nicht vielleicht eine Monotherapie mit einem PARP-Inhibitor auch aus? Wissen wir nicht. Gerade wenn wir sagen, wir haben einen Biomarker und da wirkt der PARP-Inhibitor super, vielleicht können wir auch ein bisschen weniger Therapie ausreichend machen, brauchen gar nicht mehr die Kombination. Und ich habe es Ihnen gezeigt, die Daten gerade bei FIGO 3 in Komplettresektion, da haben wir jetzt super hervorragende Daten und damit sind wir jetzt eigentlich erstmalig auch so weit, dass wir sagen, okay, können wir vielleicht nicht zumindest in Subgruppen auch die Therapieintensität etwas zurückfahren. Und ich meine, diese Standardtherapie, die wir die letzten Jahre immer angeboten haben, die ist zwar, sage ich jetzt mal,
im Vergleich zu einigen anderen Chemotherapien gut verträglich, aber letztlich also gut, richtig gut verträglich ist was anderes. Da gibt es viele Leute, die hier auch wirklich Langzeitprobleme haben. Und das wäre natürlich jetzt eine ganz, ganz wichtige Diskussion, können wir nicht auch weiter eskalieren. Von der AGO-Studiengruppe aus haben wir gesagt, wir fokussieren jetzt erstmal auf die Fragestellung, brauchen wir eine Kombination mit Bevacizumab und einem PARP-Inhibitor oder reicht ein PARP-Inhibitor alleine vielleicht nicht aus? Die Studie ist sozusagen jetzt, ich sage, vom Protokoll her finalisiert. Und um diese Fragestellung weiter anzugehen, wird die Studie jetzt auch, sag mal so, in den Sommerferien ungefähr starten. So, und damit bin ich jetzt auch hier am Ende meines Vortrags. So. Ja, vielen Dank, Dr. Harter. Das war ja eine Menge Stoff. Es wird immer komplizierter. Früher waren es 3 Dias und damit hatte man alles erklärt. Das war auch für die Fachfortbildung deutlich einfacher. Aber so. In die Richtung ging das. Gibt es Fragen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Stelle? Bitte gerne mutig sein und fragen, deswegen sind wir da. Gut, wenn es soweit erstmal noch keine Fragen weiter gibt, würde ich sagen, geht es weiter mit der Frau Sonneborn. Wir machen einen kleinen Wechsel in die Psychoonkologie, die ja sehr, sehr wichtig ist im Rahmen des Therapiekonzeptes. Und Frau Sonneborn hat uns das Thema wirkungsvolle Selbsthilfe bei Angst und Stress mitgebracht. Ja, das war viel, was Sie heute mitnehmen von den Experten. Gut aufbereitet und jetzt herzlich willkommen zum psychologischen Teil. Ich würde Ihnen gerne ein paar Anregungen zum Umgang mit Angst und Stress mitgeben, denn das sind ja immer Themen, die so bei der Diagnostik mitschwingen und da gibt es eigentlich nicht so viel Neues immer, sondern sind eigentlich immer die altbewährten Sachen. Und ich habe einiges von dem, was wir unseren Patienten empfehlen, aber insbesondere auch so von dem, was uns Patienten rückmelden, was sie als hilfreich empfinden, in 4 Thesen zur Angst, 7 Selbsthilfestrategien und 11 Übungen zusammengestellt. Diese Übungen, da werden wir nachher mal gucken, wie viel ich Ihnen davon zeigen kann. Die übrigen Übungen habe ich an die Deutsche Stiftung Eierstockkrebs gestellt und ich glaube, die können online gestellt werden. Das sind entweder Übungsbeschreibungen oder Links zu diesen Übungen ins Internet und ich möchte Sie ja wirklich ermutigen, das mal auszuprobieren. Das sind alles kleine Dinge, die aber tatsächlich hochwirksam sein können. Ja, jetzt zu den Thesen. Die erste heißt, Angst ist erstmal keine Krankheit oder Störung, sondern, wie es ein Hirnforscher ausdrückt, ein initial bei jeder psychogenen Stressreaktion auftretendes Gefühl, das sich durch die individuelle Erfahrung der Bewältigung einer bestimmten psychischen Belastung zwangsläufig verändert. So hat es der Gerald Hüther, ein bekannter Hirnforscher, zusammengefasst. Das heißt eigentlich, Angst ist erstmal normal, wenn nicht eine eigenständige Angsterkrankung vorliegt. Es ist auch ein wichtiges Gefühl, Angst ist funktional, denn sie bringt uns ja dazu, bei Symptomen zum Arzt zu gehen und zu sagen, da stimmt was nicht. Angst macht uns aufmerksam und wachsam und ganz wichtig, Angst ist auch veränderbar, man kann da einen Umgang mit finden. Und die zweite These, Angst ist überall spürbar und sichtbar auf der körperlichen Ebene, in Form von Magenschmerzen, erhöhtem Puls, Schwitzen, Schwindel, zittrigen Beinen. Es gibt auch so ein paar Gedanken, ja, man denkt, ich halte das nicht aus, ich kann das gar nicht schaffen, ich kann nichts tun. Und Angst ist schließlich auch dann im Verhalten sichtbar, in Form von Rückzug, Vermeidung und Gereiztsein, also eben häufig in Verhaltensweisen, die wenig funktional sind, wenn es um eine Krankheitsbewältigung und auch um eine Angstbewältigung geht.
die geologische Angst. Die Angstreaktion ist entweder das Kämpfen, also Angst macht wach, oder eben auch das Fliehen, das Gefühl, ich möchte einfach nur hier weg. Oder es kann aber auch so sein, dass wenn zu viele aversive Reize, also zu viele negative Reize, unangenehme Reize auf einen einströmen, dass es dann wie zu einem Einfrieren kommt, zu dem sogenannten Freeze. Und das kann so weit gehen, dass tatsächlich auch die Informationsverarbeitung und die Sinneswahrnehmung im Gehirn gestört ist. Und das haben vielleicht schon mal Menschen erlebt, die nach einem Arztgespräch da rausgehen und denken, also eigentlich habe ich schon die Hälfte wieder vergessen von dem, was mir gesagt wurde. Oder auch, ich habe das alles gar nicht verstanden, ich kann das gar nicht alles aufnehmen. Das ist mir einfach alles viel zu viel. Und die dritte These, Angst kann, muss nicht, aber kann zu einem Teufelskreis werden. Und der kann an unterschiedlichen Stellen zufällig in Gang gesetzt werden. Es kann zum Beispiel ein Symptom sein, was vielleicht gar nichts mit Krankheit zu tun hat. Es kann irgendetwas sein, was man liest, was man hört, manchmal nur ein Wort, was jemand anders sagt und schon ist man in diesem Teufelskreis drin und kann das Gefühl haben, ich komme da gar nicht mehr raus. Aber die vierte These, und das ist etwas, was in der Psychologie als Konzept auch sehr erforscht wird. Jeder Mensch hat eine Idee von sogenannter Selbstwirksamkeit. Das heißt, die Überzeugung, egal wie schwer meine aktuelle Lebenssituation ist, ich kann durch mein eigenes Denken und Handeln etwas an dieser Situation verändern. Ich kann etwas tun. Und wie stark dieses Selbstwirksamkeitsgefühl ausgeprägt ist, das hängt sicherlich von Lernerfahrungen des Menschen ab, von Erziehung seit der frühesten Kindheit. Aber die gute Nachricht ist, das kann verändert werden. Lernen ist ein lebenslanger Prozess und Selbstwirksamkeit ist etwas, was eingeübt werden kann und wo jeder die Möglichkeit hat, tatsächlich zu sehen, dass er selbst mit seiner Angst auch etwas tun kann. Und deshalb ist in der Psychoonkologie eben ganz oft auch die Rede von Selbsthilfestrategien und von Selbsthilfe. Und darum geht es bei uns ganz oft darum, nicht die Menschen mit Ratschlägen zuzutexten, sag ich mal, sondern sie auf den Weg zu bringen, wie sie selbst etwas tun können, um mit Angst und Stress gut umgehen zu können. Ja, kommen wir zu den Selbsthilfestrategien. Ich zähle Ihnen einige mögliche und in der Regel hilfreiche Strategien im Umgang mit Angst und Stress auf. Wichtig ist natürlich immer, dass man sich selbst nicht unter Druck setzt mit Sätzen, die mit "du musst" beginnen. Das sind erfahrungsgemäß Sätze, die die Frauen, die zu uns kommen, oft dann hören aus dem Bekanntenkreis. Ja, die erste Strategie lautet ganz einfach, den eigenen Weg gehen und ehrlich zu sich selbst sein. Es gibt immer viele gut gemeinte Ratschläge, auch die Dinge, die ich Ihnen im Folgenden sage, aber wichtig ist immer zu schauen, so, was ist mein Weg, was ist für mich gut, womit kann ich gut umgehen. Generell ist es immer aber auch gut, so eigene Strategien gelegentlich mal zu überdenken und vielleicht auch mal was Neues auszuprobieren. Die zweite Strategie lautet einfach, alles, was auf körperlicher, seelischer und Verhaltensebene gut tut, trägt ein wenig dazu bei, der Angst etwas entgegenzusetzen. Und wenn Krankheit das Leben verändert, ist einfach ein guter Zeitpunkt zu überprüfen, ob jetzt der gewohnte Lebensstil noch passend ist. Und da ist immer auch so eine gute Frage, einfach, wie viel Energie habe ich denn zur Verfügung und für welche Lebensinhalte, für welche Menschen und für welche Tätigkeiten möchte ich die gerne einsetzen. Und dabei ist es eben auch immer gut zu schauen, von wo Energie auch zurückkommt. Die dritte Strategie heißt, geben Sie Verbundenheit eine Chance. Soziale Kontakte machen glücklich. Jeder Mensch hat Verbundenheit seit
dem Mutterleib schon erfahren. Und wir hören immer wieder auch von Patienten, die sagen, meine Familie ist das, was mir Halt gibt oder meine Freunde oder mein soziales Umfeld. Generell ist es aber schon immer auch gut, so eine Sensibilität für sich selbst zu behalten und zu schauen, welche Menschen tun mir denn gut und welche vielleicht auch nicht so. Und nehmen Sie sich einfach die Freiheit, sich an eigenen Bedürfnissen zu orientieren und vielleicht weniger an vermeintlichen Verpflichtungen. Das heißt, manchmal kann es auch notwendig sein, alte soziale Kontakte mal zu überprüfen und vielleicht bewusst, gegebenenfalls über einen begrenzten Zeitraum auch mal eher Platz für neue Kontakte zu schaffen. Die vierte Strategie lautet, sprechen Sie die Ängste aus. Häufig ist der Widerstand sehr groß, wenn es darum geht, das, was einem Angst macht, offen und schonungslos zu besprechen. Ich höre auch oft von unseren Frauen, ach um Gottes Willen, das kann ich doch meiner Familie gar nicht zumuten. Die Erfahrung ist aber, dass es sehr erleichternd und hilfreich ist, dass es für die Familie, für die Freunde auch ein Zeichen ist, ich mute dir das zu, ich erlaube dir diese Nähe und daraus kann ganz viel Selbstwirksamkeit entstehen. Und auch da ist wichtig zu schauen, Sensibilität für sich selbst zu behalten. Mir sagt es letztens eine Patientin, ja, wenn ich Menschen habe, wo ich merke, so die schwingen mit, die sind empathisch, die erzählen nicht gleich von vielen anderen Menschen, die auch furchtbar viel Angst haben und denen was Schreckliches passiert ist, sondern die geben mir erstmal den Raum und die Empathie, dass das sehr hilfreich ist und auch dazu führt, dass so eine Realitätsprüfung stattfinden kann. Da sind wir bei der fünften Strategie und die lautet nur einfach, versuchen Sie das, was Ihnen Sorgen macht, an der Realität zu überprüfen und sprechen Sie Ihre Sorgen dem Arzt gegenüber aus. Der Professor Harder hat es vorhin auch gesagt, wenn man selbst als Patient so eine Idee hat, was denn sein könnte, dann sagen Sie es einfach. Das ist auf jeden Fall immer gut und der Arzt weiß, was er mit Ihnen besprechen muss, wenn Sie Ihre Sorgen auch offen ansprechen. Die sechste Strategie heißt, versuchen Sie doch einmal Selbstliebe und Selbstakzeptanz zu erlernen und auch mal zu schauen, sich in einem Zustand von vermeintlicher Schwäche durch Krankheit, sich selbst einfach mal akzeptieren. Und das ist einfach der beste Weg, auch zu sowas wie einer persönlichen Stärke zurückzukehren. Man muss nicht immer das Pokerface haben und sagen, ich muss immer und immer und immer genauso weitermachen wie bisher. Nein, wichtig ist zu schauen, was tut jetzt gut. Und die siebte Strategie heißt, versuchen Sie einmal, die Macht der Bilder zu nutzen. Das machen wir ganz viel in diesen Übungen, die wir mit Patienten machen, wenn es so um Fantasiereisen geht oder um alles, was so ein bisschen, wo Patienten denken, ach, das ist doch eigentlich eher Wellness. Wenn Sie sich mal diese Zitrone anschauen und dann stellen Sie sich mal vor, Sie nehmen die in die Hand, Sie duften da dran, stellen sich den Duft vor von der Zitrone, wie sich die Schale anfühlt und wie die ist, wenn man so mit dem Finger drüber streicht. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben so eine Zitrone in der Hand und zerschneiden die und gehen da mal mit der Zunge dran, dann kann ich mir vorstellen, wenn Sie jetzt sich auch noch diesen intensiven Geruch vorstellen, dass dann jetzt gerade etwas passiert bei Ihnen. Wahrscheinlich setzt so ein bisschen Speichelfluss ein. Und diese Macht der Bilder nutzen wir eben in vielen Übungen. Und Sie haben das bestimmt auch schon mal von einem Anästhesisten gehört, wenn es in eine Operation ging, die sagen dann ganz oft vorher, denken Sie an was Schönes. Und das ist eben die Aufforderung, durch so ein gutes Bild einfach ein angenehmes Gefühl zu erzeugen. Und das funktioniert tatsächlich, da kann das Gehirn wirklich sehr viel. Hier haben wir nochmal die Strategien, 7 Stück. Und dann kommen wir zu den Übungen. Also vorab ist es natürlich so,
Ich zeige Ihnen hier ein paar Übungen, die sich dazu eignen, für einen Moment die Angst wegzunehmen, zu regulieren, nicht wegzuschieben. Das ist auch keine Therapie, sondern es geht eben wirklich so um so ein temporäres sich beruhigen, wieder klar denken können. Das ist keine Therapie und Therapie ist auch etwas, was wirklich in die Hand von Fachleuten gehört. Das sollte man nicht in Eigenregie durchführen. Und diese kleinen Übungen, die ich Ihnen zeige, sollten Sie immer auch einfach nur durchführen, wenn die Ihnen gut tun. Und wenn Sie das Gefühl haben, nee, das ist komisch, da wird die Aufregung nur noch größer, dann brechen Sie das einfach von sich aus ab. Die erste Übung heißt Sehen, Hören, Spüren. Da geht es darum, in starken Angstsituationen die Aufmerksamkeit auf die Außenwelt zu richten. Das kann man ganz gut machen, wenn man beispielsweise nachts mal schlecht träumt oder so auf dem Schlaf hochschreckt und gar nicht so richtig weiß, um Gottes Willen, wo bin ich hier und was ist jetzt gerade dran. Dann versuchen Sie einfach einmal sich hinsetzen oder stehen, hinstellen, richten die Aufmerksamkeit auf die Außenwelt und beginnen einfach 5 Dinge aufzuzählen, die Sie sehen. Dann 5 Dinge, die Sie hören und dann konzentrieren Sie sich bewusst darauf, 5 Dinge, die Sie im Kontakt Ihres Körpers zur Außenwelt spüren. Also vielleicht nicht so in sich hinein spüren, sondern eher zu spüren, so wie fühlt sich das an, wo ich drauf sitze oder stehe, wie ist die Temperatur, spüre ich einen Luftzug, so etwas in der Richtung. Dann machen Sie eine kleine Pause, atmen mal einen Moment ein und wieder aus. Und beim Atmen ist immer ganz gut, wenn man sich damit beruhigen möchte, dass man kürzer einatmet, als man ausatmet. Also Sie zählen vielleicht bis 3 beim Einatmen und bis 6 beim Ausatmen. Und dann geht es weiter mit 4 Dingen, die Sie sehen, hören und spüren. Dann wieder kleine Atempause, dann 3 Dinge. Dann wieder kleine Pause, 2 Dinge. Und zum Schluss ein Ding, was Sie sehen, hören und spüren. Also wie gesagt, die Übung ist nochmal ganz genau beschrieben. Versuchen Sie es mal zu Hause. Ich habe das schon oft gehört, also hier bei uns in der Klinik, dass das gut geholfen hat bei Menschen, die eben sehr, sehr aufgeregt sind, die sehr schlecht schlafen können und wo nachts zu Stressreaktionen kommen. Da wir die Übungen ja online haben, würde ich dann hier noch einmal weitergehen. Es gibt eine Übung, da geht es um eine Neuorientierung in der Gegenwart. Da geht es darum, sich so ganz kurz einfach mit dem Angstgefühl schon selbst zu konfrontieren und dann aber wieder rauszugehen aus diesem Angstgefühl. Finden Sie auch online. Dann gibt es sehr, sehr tatsächlich hilfreiche Übungen zur Angstreduktion. Das kommt so ein bisschen auch aus der Traumatherapie. Da geht es eben einfach darum, durch einen bewusst gesetzten äußeren Reiz von dieser Angstüberflutung, von diesen Gedankenkreisen abzulenken. Dann die schöne Übung Schmetterlingsumarmung, auch da wieder ein gutes Bild in Verbindung mit einer Klopfübung. Dann eine Übung, wo man auch mit der bildlichen Vorstellung eines Tresors arbeitet. Und zum Schluss gibt es eine ganz, ganz einfache Übung, die kommt von einem Facharzt für psychotherapeutische Medizin sowie und Psychiatrie. Der sagt, diese Übung, 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden ausatmen und das Ganze tatsächlich einmal 11 Minuten durchführen, dabei versuchen, in den Bauch zu atmen und nicht in die Brust. Damit gaukelt man quasi dem Körper vor, eigentlich schläfst du und es funktioniert, dass man sich dadurch beruhigen kann. Das macht er ganz viel in seiner Klinik. Probieren Sie es mal aus und ich würde Ihnen zum Abschluss zum Umgang mit Angst gerne noch Gedanken zweier sehr berühmter Menschen mitgeben, die viel Anstoß geben können. Unsere Ängste kommen nicht daher, dass wir über die Zukunft nachdenken, sondern dass wir sie kontrollieren wollen, von Khalil Gibran. And it was the possibility of darkness that made the day seem so bright. Es war die Möglichkeit der Dunkelheit, der Finsternis, die es uns erlaubt, den Tag so hell zu erleben. Ja, ich ermutige Sie, versuchen Sie die Übungen mal, würde mich sehr freuen, wenn Sie das tun. Und ich verspreche Ihnen, es ist für jeden etwas Hilfreiches dabei.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Frau Sonneborn. Das waren wirklich super tolle Übungen. Dadurch, dass wir das ja alles aufnehmen, ist das und die Beiträge dann auch noch online im Nachgang einsehbar sind, können die Übungen alle in Ruhe auch durchgeführt werden, plus die Übungen, die Sie uns auch mitgegeben haben. Also im Nachgang bitte nochmal auf unsere Webseite eben von der BRCA Infotour gehen und dort ist dann alles online einsehbar. Vielen, vielen Dank. Gibt es ganz konkret zu dem Beitrag nochmal noch Fragen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Dann würde ich, bevor wir zu Ihnen, Herr Professor Sowidi, kommen, mal in die Chats gehen. Da gibt es einige Fragen. Herr Professor Hartes, Sie haben sich die schon mal angeschaut. Mit welcher Frage möchten Sie denn starten zu beantworten? Und vielleicht auch zusammen mit Herrn Sowidi dann später oder mit Frau Atta-Seven? Ja, sehr gerne. Ich habe so ein bisschen hier durchgeguckt. So, teilweise haben sich ja die Fragen so ein bisschen wiederholt. Jalit? Vielleicht an dich erstmal die Frage, kommt ein paar Mal hier mit Erhaltungstherapie ab welchem Tumorstadium? Ich denke, das ist einfach zu beantworten. Genau, also in der Primärsituation ist es ab Stadium 3. Das ist also 3b eigentlich, die alte Klassifikation. Das bringt immer sehr viel Verwirrung, dass die FIGO, das ist so eine Einteilung einer globalen Gesellschaft, die versucht, Krankungen einzustufen, zu klassifizieren. Die hat sich im 2014 etwas verändert, aber immer dann, wenn der Tumor außerhalb des Beckens ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das, was wir in der Leitlinie formuliert haben, unter soll auch wirklich richtig ist. So würde ich das jetzt mal versuchen zu beantworten. Also immer bei einem Tumorstadium außerhalb des kleinen Beckens. Würdest du das auch so allgemein bestätigen? Das ist eine sehr, sehr gute Definition, weil damit kann sich auch jeder was vorstellen. Aber da war ja die Frage teilweise mit dem FIGO-Stadium 2. Also zum FIGO-Stadium 2 gibt es bisher keine Daten, dass eine Erhaltungstherapie hier zusätzlich was bringt. Vielleicht kriegen wir den noch, aber bisher haben wir sie nicht. Was auch einige gefragt haben, es wurde eine BRCA-Testung durchgeführt, aber keine HRD-Testung. Und wann, wie, wo ist das sinnvoll? Behan, vielleicht sagst du mal kurz ein bisschen was dazu. Seit wann wird denn die HRD-Testung überhaupt erst angeboten im klinischen Alltag? Und auch heute müssen wir bei allen Patientinnen eine HRD-Testung machen. Gut, also wir betrachten das mal historisch. Und in der Medizin ist vieles historisch so, dass es quasi vom Rezidiv kommt oder von der Metastasierung kommt. Und die erste Frage, BRCA, HRD, hat das eine Relevanz, um die Therapieerfolg vorhersagen zu können, kam mit dem Einsatz der PARP-Inhibitoren im Rezidiv. Denn da wurden die erstmals auf breiter Front erprobt und in den Studien, die ersten Studien haben es nur bei Patienten durchgeführt, die eine BRCA-Mutation hatten, die PARP-Inhibitoren. Aber dann hat man sich natürlich gefragt, kann man das auch auf andere Patienten, die keine BRCA-Mutation haben, erweitern? Und da kam diese Frage eben dieser HRD-Testung im Tumor auf. Und im Rezidiv, dort, wo das quasi evaluiert worden ist, hat man gesehen, da wirken die PARP-Inhibitoren bei den High-Grade-Karzinomen unabhängig von diesem Test. Ja, und jetzt in der Erstliniensituation, über die wir heute sprechen, ist es so, dass man festgestellt hat in den verschiedenen Studien, wo es darum geht, bei Patienten oder bei Tumoren, die eben keine BRCA-Mutation haben, ob da dieser HRD-Test trotzdem noch eine Aussage liefert, wie gut zusätzlich der PARP-Inhibitor hier wirkt, wenn man ihn dazu nimmt. Und hier im Vergleich zum Rezidiv hat man gesehen, oder im Kontrast zum Rezidiv, hat der eine Aussagekraft. Das heißt, bei der Erstdiagnose sind beide Aussagen für uns und für unsere Therapieentscheidung relevant, BRCA und HRD-Status. Beim Rezidiv, da kamen einige Fragen dazu, muss man es beim Rezidiv machen? Der HRD-Status ist da nicht therapierelevant insofern, als dass ich nur, wenn der positiv wäre, anwenden dürfte. Da kann ich, wenn das sonstige Setting passt, den PARP-Inhibitor ohne den HRD-Test durchführen.
Gut, und ich denke, ganz wichtig ist auch, also den HRD-Test, der ist erst seit einem Jahr zugelassen und erhältlich. Ne? Also wenn jetzt jemand schreibt, irgendwie da, damals war Diagnose, jetzt habe ich ein Rezidiv oder so, den gab es damals noch gar nicht, deswegen wurde es damals auch im Rahmen der Erstdiagnose natürlich gar nicht gemacht. Jetzt gab es hier zwei Fragen, einmal zur Paola-Studie, beziehungsweise Frau Lia Trenowska fragt nach hier HRD-Status. Entschuldigung, kann man diesen HRD-Test auch einfach nachmachen lassen? Theoretisch ja. Das kommt aber darauf an, wann so ein bisschen Ihre Erstdiagnose war, ob das noch relevant ist oder nicht. 2020. 2020. Und jetzt sind Sie wieder erneut unter einer Therapie? Oder? Im Moment nicht, Gott sei Dank. Im Moment bin ich zurzeit symptomfrei. Ich habe brauche ich das jetzt noch nicht, oder? Okay. Nein, also muss man im Einzelfall gucken, falls wieder was zu tun ist. Aber so brauchen Sie das jetzt nicht nachholen, Frau Polacek. Sie müssen mir nachher noch sagen, was Sie nicht verstanden haben bei meinem Vortrag, damit ich auch Ihre Frage antworten kann, die Sie ganz am Anfang gestellt haben. Wenn Sie jetzt, sage ich mal, eine Erstdiagnose haben und sind BRCA oder HRD positiv getestet, sollten Sie auf jeden Fall einen PARP-Inhibitor erhalten. Wir wissen aber bis heute nicht, ob Sie mit dem PARP-Inhibitor alleine ausreichend behandelt sind oder für zusätzlich noch das Bevacizumab geben müssen. Na, das ist das, was derzeit unklar ist. Und deswegen machen wir diese eine Studie. Das ist wirklich gerade die große Frage. Und ich meine, jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Und wenn es nicht notwendig ist, denke ich mal, nimmt jeder von uns auch lieber, sage ich mal, nur 3 Medikamente anstatt 4. Gut, Frau Polacek, Ihr erstes Fragestatement. Was hat das mit Diagnostik zu tun? Oder ja, diese ganzen Studien, da habe ich nicht ganz einordnen können, was es jetzt mit Diagnostik zu tun hat. Außerdem frage ich mich gerade, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir ein HRD negativ hätte, habe ich ja so verstanden, dann würde bei mir sowieso der PARP-Inhibitor keinen Sinn machen. Das ist so auch nicht ganz richtig. Also wenn Sie HRD-negativ sind, kann man trotzdem mit einem PARP-Inhibitor behandeln. Ist besser als nichts zu geben. Man kann Ihnen aber wahrscheinlich auch genauso gut das Bevacizumab geben, ne, was, ich sage mal, wirksam ist, unabhängig von irgendeinem Biomarkerprofil. Was also wir wissen, ist in der Situation, die Kombination wahrscheinlich nicht sehr viel bringt. Also ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil ich erhebliche Anämien hatte durch den PARP-Inhibitor. Also Olaparib habe ich überhaupt nicht vertragen. Und das andere, da komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen, was Sie auch hatten, auch in der Studie hatten. Niraparib, genau, das habe ich eben nach einem halben Jahr nicht vertragen. Und von daher habe ich mich jetzt gegen alles entschieden. Und seitdem geht es mir gut. Das ist ja umso schöner. Aber das ist ja auch so wichtig, sag ich mal, dass man sich da so ein bisschen austauscht, weil das ist ja genau immer die relevante Frage. Ne? Ich meine, letztlich ist ja nicht das Ziel, möglichst viel Therapie zu geben, sondern das Ziel ist ja letztlich, sage ich mal, die Prognose zu verbessern, die Heilungsraten zu verbessern und dafür, ich sage mal, das minimal Notwendige an Therapie Ihnen anzubieten. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt weiter fragen, stehen bestimmt noch 3 Patienten auf, die sagen, sie haben das Bevacizumab, das Avastin überhaupt nicht vertragen oder das schwerste Nebenwirkungen gehabt. Das ist leider natürlich nicht immer so ganz einfach und deswegen natürlich relevant, wie viel Dosisintensität, Therapieintensität ist wirklich notwendig. Cool. Also habe ich das jetzt verstanden, also richtig verstanden? Sie haben diese ganzen Studien aufgeführt, um eben zu zeigen, anhand der Studien, wie man welche Medikamente wem geben sollte. Genau, letztlich war es ja so, dass die Frau Dr. Ataseffen gesagt hat, welche Testungen man durchführen kann.
Ja. Ne? Und ich habe mich erstmal so ein bisschen auf die Tests, ich sag mal so im normalen Setting fokussiert und dann später, sage ich mal, die Konsequenzen aus der BRCA und HRD-Testung wollte ich, ja, habe ich versucht rüberzubringen. Okay, danke schön. Okay, an der Stelle würden wir jetzt weitermachen. Wenn es noch weitere Fragen gibt, gerne in den Chat stellen und dann gehen wir am Ende nochmal drauf ein. Herr Professor Ludi, bitteschön. Zuerst mal fand ich das großartig, dass Sie Khalil Gibran zitieren. Ist ja also einer der schönsten Philosophen der Welt, also schön im Sinne der Texte. Ja? Also alle, die irgendwie gerne lesen, weil wir haben ja von der Deutschen Stiftung Eierstockkrebs nicht nur die BRCA Plus Tour, sondern auch die Kreativtour, da ist Literatur auch ein großes Thema. Und also ich kann Ihnen da nur wirklich das empfehlen, weil das wirklich großartig ist und das Loslassen ist ein großes, großes literarisches Thema von Khalil Gibran. Und deswegen vielen Dank nochmal für den Hinweis. Ich will nur zum Schluss nochmal vielleicht das, was auch Professor Harter und auch Frau Ataseven eigentlich formuliert haben, einfach nochmal destillieren und uns zu dem Studienportal führen. Und es klingt ja immer so seltsam, Studien und was soll denn das und so weiter. Bin ich denn nur ein Versuchskaninchen und der Arzt muss doch wissen, was am besten für mich ist. Aber Wissenschaft bedeutet auch immer Demut und Wissenschaft bedeutet auch, dass sie sich immer weiterentwickeln muss. Und zwar die Therapie heute beim Eierstockkrebs ist eine ganz andere als vor 5 oder 10 Jahren. Und auch die Erfolge im Sinne der Wirksamkeit sind deutlich besser als vor 20 oder 30 Jahren. Aber die Grundvoraussetzung ist eben die Einbindung in aktuellen Therapiestudien. Und zwar die teilweise 2, 3 Jahre in ihrer Entwicklung brauchen, bis sie tatsächlich ihnen oder anderen Frauen angeboten werden können. Das ist letztendlich ein Sprung, eine Möglichkeit, in die Zukunft zu springen. Warum? Weil wir dort Konzepte entwickeln oder überprüfen, die vielleicht in 5, manchmal in 10 Jahren überhaupt den Therapiestandard verändern können. Also ist das wirklich ein Sprung in die Zukunft, was nicht heißt, dass jedes Projekt natürlich immer erfolgreich sein muss, aber es ist der richtige Versuch. Und wir haben ganz komplizierte, und gerade in Deutschland sind wir ja Weltmeister in Kontrollen, ganz viele Kontrollmechanismen eingebunden, die eben einmal die Patientensicherheit betreffen, aber auch im Sinne der Wirksamkeitskontrolle. Und deswegen in der Regel etwas mehr Untersuchungen laufen als im normalen klinischen Standard. Es ist und bleibt die einzige Möglichkeit überhaupt, den Therapiestandard zu verbessern. Und was ganz wichtig ist, und da ist Professor Harter auch einer der maßgeblichen Personen, die das auch vorangetrieben haben, eine Studie ist eine Qualitätskontrolle. Und zwar, wenn man als Patient in eine Klinik geht, die an Studien teilnimmt, kann ich Ihnen sagen, ist mindestens 3 bis 5 Mal so hoch die Chance, dass sie auch die beste Standardtherapie außerhalb einer Studie bekommen. Das heißt, es ist ein Qualitätsmerkmal für die Klinik, die an Studien teilnimmt. Wie kommt das, fragt man sich immer wieder. Naja, vielleicht deswegen, weil es eben so ist, dass dort mindestens eine, meistens mehr als eine, wie in Essen oder hier in Berlin ganz viele, eben trainiert sind und weil sie kontrolliert werden. Wir müssen selber die Akten offenlegen, müssen schauen, ob die Dosis die richtige war, ob die Therapie überhaupt richtig gegeben worden ist, wann beendet, wann begonnen worden ist. Das heißt, das ist so eine Art Qualitätskontrolle im Rahmen einer Studie, unabhängig, ob die Studie positiv oder negativ war. Und natürlich will jeder Mensch etwas tun gegen die Erkrankung. Und das ist das, was uns natürlich die Patienten immer fragen, was kann ich denn selber tun? Was kann ich tun, damit die Krankheit nicht wieder auftritt, dass sie nicht schlimmer wird? Und letztendlich ist auch die Teilnahme an Studien nicht nur, dass man eben anderen hilft, vielleicht morgen und übermorgen, sondern tatsächlich auch eben diesen Beitrag nutzt, um etwas zu verändern. Und deswegen nochmal das, was wir heute besprochen haben mit Paola und so weiter, ohne den Mut der Patientinnen, ohne das Risiko auch gar nichts davon zu haben, wären wir jetzt nicht so weit, dass wir fast jedes Jahr einen neuen Therapiestandard hier ausrufen. Und deswegen sind wir so dahinter, dass Patienten in Studien eingebracht werden, weil wir mit jeder einzelnen Patientin auch eine Geschichte neu studieren und dieses
studieren, ihn festhalten, um andere Frauen damit auch diese Erfahrung teilen zu lassen. Und dass wir nicht nur in Essen und Berlin losgelöst sind, sondern in einem europäischen und sogar globalen Orchester uns eingebettet haben, soll Ihnen dieses Bild zeigen, dass wir natürlich versuchen, nicht eine Studie mit wenigen Patientinnen zu machen, sondern wir versuchen, Studien mit großen Patientinnenzahlen zu machen, damit wir auch sicher sind, dass es dann wirklich besser oder eben nicht besser ist, damit wir diese Stufenentwicklung bei der Behandlung des Eierstockkrebses weiterentwickeln können. Also wir arbeiten im Hintergrund mit den ganz verschiedenen nationalen und internationalen Gruppen. Und hier ist die AGO und die NOGO sind die Studiengruppen, die eben in Deutschland letztendlich maßgeblich dafür sich engagieren und auch professionelle Strukturen dafür geschaffen haben, weil das ist extrem viel Arbeit dahinter versteckt, um eben genau diese hohen Anforderungen an Qualität erfüllen zu können. Und für uns war das die Konsequenz, auch in der deutschen Eierstockkrebs eben uns Gedanken zu machen, wie können wir auch diese Studien, die teilweise sehr kompliziert sind, auch sehr nahe an die Patientinnen und an deren Angehörigen heranzubringen und haben eben jede Studie, die doch teilweise sehr fachchinesisch eben trägt oder sehr juristisch manchmal klingt, auch verständlich umzusetzen in Grafiken, aber auch in Texten. Und da nochmal herzlichen Dank an Frau Fechner und dem Team, die das eben mit sehr viel Fleißarbeit dann auch so umgesetzt haben. Unsere Schirmfrau ist Frau Masur, die Sie vielleicht kennen. Das ist die Tochter von Kurt Masur. Und sie hatte vor über 14 Jahren, glaube ich, jetzt schon her, den Eierstockkrebs als Diagnose erhalten. Damals nicht gut operiert, nicht gut behandelt, aber erfreulicherweise weiterhin ist sie geheilt und setzt sich sehr für Qualität ein. Und Philipp, du erinnerst dich, das ist, glaube ich, noch in Spanien, wo wir uns da postiert haben. Da waren wir noch ein bisschen jünger als heute. Aber wir beide sind da ganz große Protagonisten und auch alle anderen, die hier an diesem Konzept sind, versuchen eben, diese Studien zu bekannter zu machen. Und wir haben auch immer hinterlegt, an welcher Klinik welche Studie läuft. Das denke ich, ist ganz wichtig, dass wir dort eben auch zeigen, wie groß dieses Netzwerk ist. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir dieses Studienportal für Frauen mit Eierstockkrebs, aber auch für die anderen gynäkologischen Tumoren weiterentwickelt haben, auch diesen Studientag platziert haben. Und wir nicht nur medikamentöse oder operative Studien dort platzieren, sondern auch unsere Umfragen, wie Sie vielleicht ja auch kennen, zum Langzeitüberleben, wo wir von jeder Patientin irgendwie wissen wollen, was sie erwartet. Also das Studieren hört nicht auf bei einzelnen Fragen, sondern immer im Ganzheitlichen. Und deswegen danke ich dir, Philipp, auch nochmal für die Unterstützung des Studienportals. Aber ich denke, ein ganz wichtiges Instrument, auch Wissenschaft ein bisschen nahbarer zu machen und eben in die Wohnungen und Praxen zu gelangen. Das als mein Beitrag vom Studienportal und nochmal von meiner Seite herzlichen Dank an euer Team und euer Engagement auf dem Gebiet des Eierstockkrebs. Das ist so die Grundidee auch der Deutschen Stiftung Eierstockkrebs, dass wir versuchen, auf Qualität und auf die Versorgungsdefizite hinzuweisen. Und da seid ihr einer der großen Treiber in diesem Land, wenn nicht sogar in diesem Kontinent. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist sehr nett von dir. Danke. Jalit, jetzt hast du es angefangen mit Studien. Da kommt doch direkt eine Frage an dich. Impfung oder Rolle Impfung, da gab es ja viele Ansätze, auch bei anderen Tumorentitäten. Wie ist der Status hier? Sagen wir so insgesamt und beim Ovarialkarzinom. Wie ist da der Stellenwert derzeit? Oder wie schätzt du das ein? Ich sage mal zumindest, was die nächsten 2-3 Jahre angeht. Genau. Also das Thema Impfung war schon mal vor knapp 20 Jahren ganz interessant beim Eierstockkrebs. Ist dann wieder feingelassen worden, damals so mit Herpesviren und war ein großes Unterfangen. Jetzt gerade ist wieder das Thema zelluläre Krebstherapien ganz im Thema. Das kennt man von Leukämien, von Blutkrebsen.
Und man sieht auch sehr interessante Daten, gerade beim Gebärmutterhalskrebs. Und wir fangen ja auch in Kürze an beim Eierstockkrebs. Das sind aber eher so Phase 1, Phase 2 Konzepte. Bedeutet, dass sie noch nicht dabei sind, zu zeigen, dass sie besser als der Standard sind, sondern sie sind fast alle noch in der Phase. Geht's denn? Verträgt's die Patientin? Und gibt es denn eine Möglichkeit zu identifizieren, welche von welcher Patientin tatsächlich davon profitiert? Also wir sind dran. Auch im Rahmen dieses europäischen Orchesters wird es eine Studie geben. Aber die Erwartungen möchte ich unbedingt hochhalten. Aber in den nächsten 2-3 Jahren, das war deine Frage, werden sie nicht den Standard verändern. Ohne jetzt nicht visionär sein wollen zu dürfen, oder Philipp? Nee, sehe ich genauso. Natürlich, jeder neue Wirkmechanismus ist interessant. Allerdings, ich sage mal so, wir haben ja alle immer gehört, diese Messenger-RNA-Impfstoffe wurden eigentlich hergestellt zur Krebsbehandlung. Ja, stimmt. Allerdings, Punkt. Die sind noch nicht arg viel weitergegangen bisher. Die wurden von ihrem Einsatz für die Impfung, das wurde komplett überholt. Und jetzt geht man so langsam wieder zurück und versucht, diese neuartigen Wirkstoffmechanismus in die Klinik zu bringen. Aber das ist nicht so, dass davor irgendwas schon spruchreif war. Das war wirklich so eine ganz, ganz frühe Technologie für die Onkologie. Und das ist nicht weiterentwickelt worden bisher. Mal gucken, vielleicht hilft es ja gegen Krebs irgendwann besser als gegen die Omikron-Variante. Aber wir gucken mal. Genau. Jalle, das ist nochmal eine Frage für dich. Wird es eine Studie geben mit Ameisen, die Krebs erkennen? Oh, habe ich gerade auch gelesen. Also es gibt auch Hunde, die Krebs erkennen, also zumindest riechen, über irgendwelche Ketone, ich weiß nicht was. Wird es sicherlich geben, aber mir ist nicht bekannt, das Studienzentrum, weil es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich weiß, dass es solche, sage ich mal, erste Analysen gibt, aber jetzt nicht direkt beim Eierstockkrebs, aber wer weiß, was die Natur uns für Geheimnisse noch verrät. Alles klar. Gibt es weitere Fragen noch? Haben Sie eine Frage an die Frau Sonneborn? Oder werden die Fragen lieber nicht öffentlich im Chat gestellt? Ist auch absolut in Ordnung. Okay. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, da hat Petra gerade was Schönes geschrieben. Damit können wir gerne dann, glaube ich, diesen Abend beenden. Ich weiß, Frau Fechner, ich denke an, Sie nehmen das Schlusswort. Ja, vielen Dank. Also ich nehme auf alle Fälle den Dank an alle Referentinnen und Referenten, die heute dabei waren. Bevor wir Sie genau den Abend entlassen, wir möchten Sie gerne einladen, in genau in 4 Wochen bei unserer Kreativtour dabei zu sein. Herr Professor Siebuli, Sie hatten ja schon den Sprung in die Zukunft, also die kürzere Zukunft, Ende April. Die letzte Kreativtour war ja zum Thema Tasten und Neuropathie. Die nächste wird eventuell die Riechschule nochmal aufgreifen oder, wie Sie es vielleicht auch schon gesagt hatten, unsere medizinisch-literarische Visite sein. Also seien Sie gespannt und schauen Sie auf unsere Webseite nach. In 4 Wochen ist die Kreativtour Machtstation und dann einen Monat oder wenige Wochen darauf. Der 8. Mai gehört dem Welteierstockkrebstag ganz traditionell und in diesem Jahr zum Thema Kochen gegen Eierstockkrebs und bereits am Wochenende durfte Herr Professor Siebuli mit dem Koch des Jahres für Sie vorkochen. Kurz nur, Max Stiegel ist der Koch des Jahres aus Wien extra eingeflogen. Ich wusste auch nicht, was der Unterschied zwischen Suppen und einem Brathuhn ist. Der hat es mir erklärt. Wer weiß das, Philipp? Was ist der Unterschied zwischen einem Suppenhuhn und einem Brathuhn? Wusstest du das? Ich muss mal kurz zu Hause anrufen. Also ich wusste es auch wirklich nicht. Also ein Brathuhn ist immer ein junges Huhn und ein Suppenhuhn ist immer ein ganz altes Huhn. Und deswegen hat er eine Suppe gemacht und hat das Huhn nichts gegessen, sondern es ging nur um den Geschmack der Suppe. Aber was wir gemacht haben,
ist eine wunderbare Schokoladentart und eine Saubodensuppe und haben einfach diskutiert über das Essen und Trinken, über das Thema Fasten, Carbo-Loading, ne, was du angesprochen hast, und haben aufgerufen, und das, da würde ich mich sehr freuen, wir aus Essen und Umgebung die Lieblingsrezepte bitte eingereicht bekommen, weil eine sehr prominente Jury mit Schubeck, mit Frau Adler und so weiter und so fort die schönsten Kochrezepte auswählen wird, um dann ein Kochbuch mit den renommiertesten Köchinnen und Köche dann im nächsten Jahr wahrscheinlich, so werden wir es, glaube ich, ein paar Tage werden wir noch brauchen, das umzusetzen. Das ist das Thema Kochen gegen Krebs, und ja, wir sind herzlich eingeladen. Sehr gut, genau. Und für alle, die aus Berlin und Umgebung sind, gerne auch natürlich live wieder vor Ort unsere Parade gegen Eier statt Krebs. Ansonsten wird alles übertragen und ja, schauen Sie auf die Webseite der Stiftung, da stehen nochmal auch die, die Themen der Fachvorträge, die natürlich rund um Eierstockkrebs und Leben und Lebensqualität sein werden. Ja, an der Stelle vielen Dank. Es wird im Juni wird es eine BRCA Tour 3 geben, also die nächste Veranstaltung, wenn Sie dem Thema treu bleiben möchten an der Stelle. Auch nochmal herzliche Einladung. Und ganz am Ende, ich habe einen Link rumgeschickt. Das ist unsere Umfrage zur heutigen Veranstaltung. Wir möchten immer dazu lernen von Ihnen, wie können wir die Veranstaltung noch besser machen, was hat Sie besonders interessiert und was nicht. Da, wenn Sie da kurz Ihre Meinungen abgeben, das würde uns auch weiterhelfen in unserer Arbeit. An der Stelle nochmal vielen Dank und einen schönen Abend und bis bald. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Danke dir. Ciao. Ciao.